Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir waren aktuell ein bisschen dabei und unterwegs, uns hier umzuschauen. Da hinten war so ein großes, riesiges Skelett und ich würde aber sagen, wir gucken da mal so munter weiter hin. Eigentlich waren wir ja auf dem Weg nach dem Schatz zu schauen und ja, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal da hinten hin und gucken mal, was wir da so finden in dem Bereich. Da muss irgendwo, muss da ja wieder ein Turm sein. Dann können wir das erstmal turmen. Und wenn wir den haben, können wir dann nachher nochmal wieder zurückkehren und nach dem Schatz gucken. Warte mal. Was ist das? Moment, ich kriege sowas von. Da haben wir sie auch schon. Wir nehmen mal eine andere Waffe, die ein bisschen schneller ist. Man weiß ja nie, wann wir wieder in Gefechte verwickelt werden. Und dann gehen wir mal in Richtung dieses Skelettes. Schauen wir doch einfach mal. Da haben wir Glutkraut. Nehmen wir gern. Oh. Mehr von den Dingern. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Die sind so nervig, weißt du? Die nerven wie nichts Gutes, die Teile. Nutz mal ein bisschen den Wind. Und dann geht das schon. Und, Achtung, die nächste Löschechse. Ich bin hier ausgerüstet, ne? Ist ja gar kein Problem. Da landest du und das erste, was du dir wegsnackst, ist eine Löschechse. Eldin Riesenfossil. Okay. Irgendwas muss hier ja sein bei diesem Riesenfossil. Das ist ja nicht einfach nur so da, nehme ich mir an. Guck mal, direkt hier vorne könnte ein Krog drunter sein, möglicherweise. Nope. Hier ist noch ein Pilz, Glutling. Was ist denn das? Warte mal. Tun wir mal unseren Kumpel. Komm mal ran hier. Ja, dich brauche ich mal eben. Und los geht das! Das wird. Also, da kommt eine Kugel raus. Die Frage ist, wofür ist die? Aber das finden wir noch gleich raus. Komm mal wieder her. Ich brauche dich nochmal. Dankeschön. Rollt hier so eine Kugel rum, aber wofür ist sie? Hm. Komm nochmal her, ich mach mal den Rest hier noch weg. Okay, da ist nichts mehr weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Irgendwofür muss diese Kugel ja sein. Die ist ja nicht grundlos hier. Wir gehen mal hoch. Ja, er sieht hier, er sieht. Ich kriege hier Krog-Vibes. Ne, ist ein Frosch. Na gut. Hätte ja sein können. Ist hier unten irgendwas, wo eine Kugel ran kann? Nicht so wirklich. Weiß nicht, Digga. Die ist nicht einfach so da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also für irgendwas wird diese Kugel wichtig sein. Geh mal eben hoch. Ja, das ist so krass. Warte mal. Schweben wir hier so rüber? Ah, schön hier oben. Die Frage ist, wofür ist die Kugel? Ah, was haben wir denn da hinten gefunden? Guck mal. Immerhin ein Schrein. Aber wofür jetzt die Kugel ist, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht finden wir das noch raus, aber aktuell habe ich keine Ahnung. Ich sehe halt auch nichts, wo man die irgendwo rein... Oh. Reintun könnte. Ist das vielleicht für ein Auge oder sowas? Aber er hat ja keine Augen. Check noch mal eben kurz. Aber mir fällt da jetzt aktuell so auf Anhieb erstmal nichts ein. Komm mal her. Es brennt sogar. Nett. Ach, guck mal, da doch, da. Da ist ein Auge. Moment. Dann gib mir mal die Ultra-Hand. Dann bestimmt auf der anderen Seite als Auge. Wollen wir wetten? Holen wir die mal noch näher ran. So. Gehen wir mal gucken. Hier fehlt nämlich bestimmt sein Glubschkügelchen. Hier so? Oh, au, das tut weh.
Moment, ich muss das nochmal checken auf der anderen Seite. Vielleicht muss da die Kugel auch raus. Na, die muss da rein. Nochmal abchecken. Genau, hier ist die so mittig drin. Die kriege ich auch nicht raus. Nee, nee, das muss so sein. Dann muss die auf der anderen Seite da auch mittig rein. Die will da noch nicht drinnen bleiben, aber das finden wir noch raus. Vielleicht können wir sie reinkleben. Vielleicht geht das. Komm schon. Musst du einfach... Ja, na also, mit ein bisschen Gewalt. Mit ein bisschen Gewalt ran und dann geht das auch schon. Man muss manchmal auch einfach mal machen. Die Frage ist, was hat das jetzt gebracht? Es hat jetzt düdel gemacht, aber... Was ist denn jetzt passiert? Hm. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich habe keine Ahnung, es hat düdel gemacht, aber... Wirklich irgendwas passiert ist jetzt nicht. Freue mich natürlich trotzdem, aber... Aber was hat es jetzt gebracht? Na gut, wir gehen mal einfach unten drunter entlang und dann... Schauen wir mal. Machen wir da hinten den Tempel, wenn wir den dann haben. Können wir nochmal zurück bezüglich des Schatzes. Diese zwei Salamander sehen, da wird sich ja um einen Schatz gestritten, wenn wir das noch... Wenn wir das richtig verstanden haben und ich hatte da schon mal einen Wegpunkt gesetzt und ich denke, irgendwo da wird sich schon so eine Art Schatz befinden. So, mal Achtung. Ich denke, so dürfte es gehen. Ja! Oh, knapp, du! Gerade noch so getroffen, den Apparillo da, ne? Meine Herren. Gib mal her den Krams. Dankeschön. So, da vorne ist der nächste Tempel. Oder direkt mal gemütlich gucken, würde ich sagen. Ich habe immer noch keinen großen Turm gefunden. Irgendwo muss ja dieser Aussichtsturm noch sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch erstmal dran und machen die, decken wir erstmal die Welt mal ein bisschen auf, oder? Damit das ganze Erkunden und durch die Gegend laufen einfach ein bisschen angenehmer ist. Maya Gorg-Schrein. Du, und los mit dir. Bitte lass uns nicht nackt sein. Bitte lass uns nicht nackt sein. Bitte lass uns nicht nackt sein. Wir dürfen gespannt sein. Und rein. Das kann nur gut werden, Leute. Aber gut. Miasma! Miasma auf dem Boden kann nicht... Oh. Na gut. Kann nicht gut sein, sag ich mal, ne? Ah, hier. Wir sind nicht nackt. Flüchtiger Fall. Okay. Mal sehen. Hier ist was zum Hauen. Dudes. Aha. Wo bewegt sich das? Was? Oh. Und schieß mich mal hoch. Aha. Ich verstehe. Ich kann wahrscheinlich von hier aus meinem Pfeilbogen da gegenballern. Okay. So, dann machen wir mal die Ultrahand. So. Ich würde sagen, jetzt. Ah, nein. Ein Müh zu früh. Jetzt. Ah, wieder Müh zu früh. Bin zu schnell. Nochmal. Wir schaffen das. Keine Sorge, Leute, wir schaffen das. Ich darf noch nicht zu früh sein. So, nochmal. Muss einfach ein bisschen mehr gedulden. Klettert jetzt gleich dahin und... Jetzt. Ja! Das war Timing, du. Sag's dir. Das war optimal getimed, so lobe ich mir das. Gut, dann können wir da jetzt auch eben rüber. Und weiter geht's. Nehmen wir nochmal kurz gucken, ob hier noch irgendwo eine Kiste oder so versteckt ist. Sieht aber nicht so aus. Dann ab in den nächsten Raum. Guten Tag. Was haben wir denn hier?
Okay. Heieiei. Okay. Wir sind sehr weit oben. Also sehr weit oben. Also verdammt weit oben. Jetzt erstmal gucken, wo fällt das Ding denn hin? Lass das mal rollen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Teil hinklötert. Scheiße. Okay, es fällt komplett raus. Der Schalter ist halt ganz da unten. Können wir den von hier oben treffen? Nee, oder? Da musst du wahrscheinlich, ohne Spaß, da musst du den hier machen. So. Und während du fällst, musst du dann so machen. Ich muss wahrscheinlich mit der Kugel zusammenfallen. Oh, was baumelt denn da oben noch rum? Ja! Nennt mich Robin Hood, Leute! Ich sag's euch! Nennt mich Robin Hood! Okay. So, den packen wir jetzt erstmal da hin. Da unten wird jetzt mal aktiviert, den Apparillochen. Da müssen wir eben aktivieren, den, ne? Was haben wir denn da drinne? Eine große Sonau-Energiesphäre, sehr gerne. Okay, wir probieren das mal mit runterfallen. Ich denke, das wird der Weg sein, dass du mit dem Ding runterfallen musst. Okay, pass auf. Yo, Alter. Nisomatico. Das ist immer Timing oder was? Als hätte ich das geübt. Als hätte ich das geübt. Na gut, das war doch jetzt echt machbar. So, Kiste haben wir auch gefunden. Die hing da so auf 7:30 rum. Da holen wir uns doch mal unsere Belohnungskugel ab, würde ich sagen. Auf geht's. Danke dir. Oh, Besucher dieses Bandschreins. Danke dir. Danke dir. Ganz entspannt bleiben. Ein weiteres Segenslicht, nehme ich gerne. Ey, noch eins, dann können wir schon wieder. Wahnsinn. Schwink. Jo, ist gut. Dankeschön. Dankeschön. So. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wo der, wo dieser komische Turm ist. Düt, 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 düt. Tja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen in die Mitte hier rein, oder was? Das ist so das, was mir da einfallen würde, turmmäßig. Also einfach mal so ein bisschen in... Machen wir uns hier eine... Ach nein, Mann. Machen wir uns hier eine Markierung. Ich und die Steuerung, Alter, das wird nichts mehr. Blau, und dann gehen wir einfach in Richtung Blau. Und unterwegs gucken wir, was wir so entdecken, ne? Also wenn wir irgendwo noch einen Tempel finden oder so, nehmen wir den natürlich mit. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Blau. Und gucken, ob wir da irgendwo den Turm finden. Und ja. Da oben ist auch ein guter Aussichtspunkt. Ich denke, von dort aus könnte man den ganz gut sehen. Um ihn zu erreichen. Mal einfach schauen. Hier ist auf jeden Fall ein Lager. Ein Pferdchen wäre ganz schön, ne? Ich habe aber halt auch keine Ahnung, ob es hier einen Stall gibt. Und wenn ja, wo der ist. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Von da oben können wir bestimmt eine gute Aussicht erhaschen. Vertraut mir. Es wird klappen. Und mit besserer Aussicht sehen wir dann auch den Turm. Und dann können wir schön die Karte aufdecken. Da müsste doch auch, glaube ich, der verlorene Wald irgendwo sein, ne? Der war doch auch hier. In diesem Gebiet da hinten. Das grenzte ja so an den Todesberg an. Na, bist du ein Grog? Komm schon. Du stehst ja so einsam rum. Ne.
Nur eine Ausdauerschrecke. Dann nehmen wir die halt mit. Bin irgendwie nicht ganz da, wo ich sein wollte, aber egal. Wird schon passen. Da klötern wir so einen Hügel hoch, ne? Ja, wieso denn nicht? Ich bin nicht ganz auf dem Berg, wo ich eigentlich hin wollte, aber es macht nichts. Wir werden von dort aus gleich drüben angreifen. Eben war wieder die kleine, entspannte Löschkiste sammeln. Müssen wir doch eigentlich nur da einmal hoch. Boah, es ist schon sehr hoch. Geh mal lieber hier lang. Danke. So. Dankeschön. Ein bisschen Wildfleisch nehmen wir doch immer gerne. Ich gehe schon wieder zu weit in das Gebiet zurück, aus dem ich kam. Ich muss ja irgendwie da meinem Blauen folgen. Da ist er! Guck mal. Easy. Turm gefunden. Das war ja dann doch nicht so schlimm. Okay. Eben die Wölfchen aufschrecken, dann lassen die uns nämlich in Ruhe. Und dann würde ich sagen, machen wir uns von hier aus gemütlich auf Richtung dieses Turms. Er scheint da inmitten so eines kleinen Wäldchens zu stecken. Okay. Du ganz entspannt und ohne Hast, ne? So. Nebenbei ein bisschen gucken, was da so ist. Da liegt ein bisschen Zeug rum, aus dem wir ein Fahrzeug bauen können. Da oben scheint ein Lager oder sowas zu sein. Es wird auf jeden Fall gekämpft. Ich würde sagen, da gucken wir doch mal direkt nach, was da los ist. Das ist so ein kleines Boblin-Lager. Wir stürmen das einfach mal durch entspanntes Klettern. Sollte durchaus drin sein, da haben wir genug Ausdauer für. Da kämpft sogar jemand. Hallo. Boing. Und tot. Da kommt die Freude raus. Guten Tag, wer bist du denn? Was machst du denn hier? Ja. Bendix. Hey, du bist auch auf Reisen, oder? Kann ich dir bei der Lösung irgendeines spannenden Rätsels behilflich sein? Da gibt es diese geheimnisvolle Geoglyphe, die nach dem Kataklysmus überall erschienen sind. Kennst du die? Wie du siehst, bin ich eine Abenteurerin, wenn auch keine tolle. Auf meiner Reise möchte ich die Geoglyphen enträtseln. Ich bin einem Gerücht gefolgt, demzufolge sich hier irgendwo eine befinden soll. Aber ich finde sie einfach nicht, egal wie gründlich ich suche. Nun ja, es hilft ja nichts, sich darüber einen Kopf zu machen. Ich ruhe mich etwas aus und dann nehme ich mir die Zeit für eine ausführliche Suche. Vielleicht laufen wir uns ja mal mal wieder über den Weg. Irgendwo, irgendwann. Bis dahin. Ja, Bendix, hau rein. Danke. Ich schau da mal. Das ist ein guter Tipp, dass hier irgendwo eine Geoglyphe ist, wenn ihr sie seht, ne? Also das hier sieht ja aus wie eine alte Ruine oder sowas. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach mal vorsichtig hin. Hier sind ein paar Konstrukte. Wunderbar, da können wir gleich den Konstruktorbogen mitnehmen. Ein paar Energiesphären. Das wollte ich nicht, alles gut. Du darfst dich wieder entrollen. Und wenn wir schon mal da sind, natürlich auch die Feuerfrüchte. So, Deubran-Ruinen. Na dann. Schauen wir mal. Und rüber. Ach, Tulins Fähigkeit ist so cool. Einfach, aber sehr hilfreich. Damit lassen sich so eine Ruine überhaupt generell die Gegend halt einfach ziemlich gut erkunden. Wenn wir erstmal genug Energie haben, dass wir uns ein kleines Fluggefährt bauen können, mit dem wir dann entspannt über die Welt gleiten können, ne? Dann wird's noch cooler, aber so weit sind wir noch nicht. Turm in den Dubran-Ruinen. Ja, ist doch gut, Hahn. Meine Lieben, ihr hört ihn nicht, aber ich höre ihn und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.